Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Dragoon für die PS1. Im letzten Part haben wir scheinbar eine Cutscene betreten, die wir noch nicht hätten betreten wollen, sollen, wie auch immer. Und haben dadurch Rose und Miro aus der Gruppe verloren. Erstmal. Doof. Naja, ist halt so. Und dann wollen wir nochmal heilen. Ja, that's it in a nutshell. Okay. Dann wollen wir jetzt mal so, möglichst unbeschadet zu Tio und Kamui. Um zu gucken, ob bei denen noch alles frisch ist. Den schauen wir doch mal hier. Ich finde auf jeden Fall schön, dass Shanna ordentlich SP sammelt mit einem einzelnen Pfeilschuss. Das ist schon ziemlich geil. Aber ich meine, dafür hat sie halt auch keine Zusätze. Muss man halt auch so sehen, ne? Also sie kann halt nur auf die Art und Weise SP sammeln. Wenn ihr das direkt mit dem ersten Pfeilschuss hinterhergeschmissen wird. Und ja, gut. Dann ist es halt so. So, erstmal ein schöner Berserker hinterher. Okay, und ich sehe schon, der bringt jetzt 15 SP pro Schlag. Insgesamt 90. 30 mehr als am Anfang. Moment, das hat man in der letzten Folge schon gesehen. Schlimm, es ist, Moment, zwei Tage, glaube ich, her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Irgendwie sowas. Und, ja. Eigentlich hätte ich das noch wissen müssen. Egal. Nee, das war gestern. Das ist sogar nur ein Tag her. Egal. Oh, toll. Lavitz ist betört. Ganz toll. Ja, Shanna auch. Mensch. Ist ja super. Schießt auf euch selbst. Ganz tolle Idee. Mann. Darf ich jetzt schon wieder Heil-Item verballern, ey? Wow. Wow. Nur weil das Viech hier echt gerade zwei meiner Leute verwirrt hat. Beziehungsweise betört hat. Krasse Kiste. So. Na gut, na gut. Ist dann halt so. Gegenstand benutzen. Ich benutze dich. Du Heilungsbrise. So. Dann sind wenigstens alle wieder geheilt. Und ich würde sagen, auf zu Tio und Kamui. Weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Das war laut. Vielleicht vorrücken? Geht heim! Kamui ist nicht böse! Geht heim! Wir haben Fahr getroffen. Sie macht sich Sorgen um dich. Fahr macht sich... Ja, wirklich. Fahr spricht nicht mehr, seit du verschwunden bist. Weil du ja sehr wichtig bist, Theo. Ich muss das Theo jetzt mal an einen anderen Ort packen. Fahr hat mich so lieb. Fahr braucht dich. Aber... Was ist mit Kamui? Wenn ich ihn nicht beschütze, wird er getötet. Wer hat das gesagt? Ah. Das stimmt. Ihr habt so getan, als würde es euch nichts bedeuten, aber dann seid ihr wegen der Prämie doch wiedergekommen, stimmt's? Nein. Aber nicht mit mir. Ich erledige die Bestie. Theo, komm her. Es ist zu spät für Kamui. Komm nicht näher. Hilfe! Dad, wir müssen Kamui aufhalten. Aufhören! Es tut mir leid. Ich will nicht. Ich will Kamui nicht besiegen. Ich hoffe, ich töte ihn nicht. Ist mal ganz ehrlich. Der Ärmste kann doch nichts dafür.
Der verteidigt sich doch auch nur. Ah. Okay. Natürlich erstmal eine magische Attacke, ne? Die Albert ordentlich Schaden macht. Okay. Nicht elementar. Hm. Na gut. Zack. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich möchte mal Alberts neuen Skill sehen. Los, lösen wir mal das Spezialkommando aus. Ich hoffe, dass hier nicht wieder so ein Bug herrscht, dass ich mich nicht in einen Dragoon verwandeln darf. Das werde ich spätestens nach dem Kampf sehen. So, aber zunächst mal Atemraub. Ich finde diesen Skill einfach atemberaubend. Wenn ihr versteht. Okay, der war schlecht. Ich weiß. Ich gebe es jetzt zu. Lasst mich. Atemraub. Atemlos durch den Wald. Da. Hat aber ganz gut Schaden gemacht, das Ding. Muss ich schon sagen. Okay. Letzter Angriff. Der wird wahrscheinlich auch ganz gut Schaden machen. Also hoffe ich. Wenn nicht, ist das doof, aber ich denke mal schon. Sehe ich jetzt kein Problem bei. Aber mal gucken. Wollen wir mal gucken, ne? Letzter Angriff. Ja, auch nochmal 400 und nice. Das ist schön. Hab, hab. Okay. Ja, durch die Dragoon-Rüstung hat das nicht ganz so viel Schaden gemacht. So, was haben wir hier? Himmelstor. Alle 100% Regeneration. Moment. Ach, kenne ich ja schon. Genau. Ich erinnere mich wieder. Okay, dann machen wir hier mal einen normalen Angriff. So. Ist zwar ein bisschen Verschwendung von ihren Dragoon-Leveln, aber ganz ehrlich, sie kann gerade eh nichts Besseres machen. Hm. Naja. So, noch ein letzter Angriff. Das einzige Problem dabei ist, dass das Ding so lang dauert. Naja. Ist halt so, kann ich jetzt nichts dran ändern. Muss ich mitleben. Naja. Nochmal schön Schaden machen. Zack. Danke sehr. Okay. Er ist immer noch ziemlich fit. Und schauen wir mal, was ein normaler Angriff so bringt. Ein perfekter normaler Angriff. Ah, der ist noch mal stärker. Okay, dann machen wir den. Ich meine, ich weiß ja, dass Albert nicht so viel magischen Angriff hat. So, komm, machen wir ein Himmelstor, um die alle noch mal kurz zu heilen. Weil, warum nicht?
Bisschen ordentliche Heilung. Ich meine, die Animation sieht ja auch gar nicht mal so kacke aus. Weil die Animationen hier sehen eigentlich nie kacke aus. Das Voice Acting ist manchmal nicht so ganz das Wahre, aber hey. Oh, schön, er ist schon im gelben Bereich. Perfekt. Mist. Ich habe noch das Perfekt versucht, aber das wollte nicht. Das wollte jetzt nicht doch. Naja, kann man nichts machen. Was nicht will, das will nicht. Hier nochmal einen normalen Angriff, weil wir haben ja gesehen, der macht mehr Schaden. Finde ich gut. Sehr gut. So muss das. So will ich das sehen. Oh, Shana schon wieder. Mensch. Okay. Bitte sehr. Sammeln wir wieder ein paar SP mit ihr. Ich kann mich sogar schon im roten Bereich. Das war viel zu spät. Okay. Total verkackt. Ah. Aber auch nicht so viel weniger Schaden gemacht, als wenn ich zwei mehr geschafft hätte. Komisch. Naja. Ist es halt so. Na? Aua. 227, das tut weh. Das tut echt so ein bisschen weh. Naja. Scheiße, ist Shana schnell. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich gehört doch verboten, so schnell zu sein. Nicht, dass ich mich beschwere, aber trotzdem. Ich finde es schon so ein bisschen heftig. Naja. Na, ah, nochmal dein Spell. Okay. So, nochmal ein Berserker. Yes. Yes. Ah, ah. Das war verkackt. Egal. Egal, wir haben trotzdem einiges an SP davon bekommen. Dadurch, wie auch immer. What the? What the fuck? What the holy fuck? Okay. Das war eine böse Kombo. Aber böse Kombo kann ich auch. Nennt sich Berserker. Na, reicht das? Ja, perfekt. Ansonsten hätte ich mich jetzt mit Shana in Dragoon verwandelt, um zu heilen. Aber es passt. So. Habt ihr jetzt davon. Alle Mann, Level up. So. Sehr gut. Kamui, du darfst nicht sterben.
Vielleicht widerspreche ich mir jetzt selbst. Aber ich kann diese Sache so nicht zu Ende gehen lassen. Weiß silberner Drache, bitte rette Kamui. Kamui? Kamui wird wieder der Alte. Kamui! Der sieht viel niedlicher aus. Ich bin auch der große Kamui war niedlich, aber ne? Ich bin froh. Ja, Meister, meine Drache hat die wilde Seele geheilt, die Kamui verändert hatte. Theo, geh zurück zu Fa und zeig ihr, dass es dir gut geht. Kamui kann mit ihm kommen, nicht wahr? Es sieht nicht so aus, als würde er noch einmal jemanden anfallen. Na gut, wenn etwas passiert, übernehme ich die Verantwortung. Das finde ich gut. Das wird am besten sein für Theo und Fa. Komm Theo, wir gehen heim. Dort machen sich alle Sorgen um dich. Okay. Na denn. Danke, Fräulein. Sehr schön. Na, wunderbar. So, ich will mich jetzt hinten trotzdem nochmal umgucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hinten irgendwas noch sein könnte. Nee, nix. So gar nix. Nee. Nee, nee. Nischt. Okay, dann halt nicht. Meine Fresse. Ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Mann. Hey, ein Bär. Also, das, was hier im Spiel als Bär bezeichnet wird. Ich sehe hier immer noch keinen Bären, aber naja. Egal, wenn das Spiel der Meinung ist, ne? So. Wollen wir doch erstmal wieder ein paar Glückwunsch-Level aufbauen, also ein paar SP zusammenkratzen. So. Das ist mir vollkommen egal, dass andere Zusätze aktuell stärker sind als der Berserker. Ich will den hochleveln. Und da er ordentlich SP bringt und ich mit mehr SP schneller zum Dragoon werden kann, passt das schon. Ist schon okay so. Sage ich jetzt mal. Also manche Treffer sind echt hart an der Grenze. Das ist echt knapp, was ich hier mache. Naja. Egal. So, reicht das vielleicht schon? Ja, cool. Das kann, dass Shanna mit ihren 50 Schaden tatsächlich den letzten Hit bringt, ne? Naja. Ist halt so. Okay, aber wir haben gesehen, hier ist nichts weiter. Dann gehen wir wieder zurück. So. Können wir hier jetzt lang? Hab hier das Sperrgebiet, hier darf niemand rein. Okay. Immer noch nicht. Na gut. Meinetwegen, ich hab's ja kapiert. Däh. Die Frage ist jetzt, gehen wir erst nochmal zurück? Oder nicht? Ich bin mir unsicher. Ich habe zwar so das Gefühl, dass wenn ich zurückgehe, dass dort nochmal eine Belohnung auf mich wartet, aber eigentlich ist mir die auch relativ egal. Tja, ist jetzt die Frage. Aber wenn ich zurückgehe, kann ich nochmal ins Hotel, um meine MP zu heilen. Ich glaube, das ist so der sinnvollste Grund, um nochmal zurückzugehen gerade. Naja. Wenn das nur nicht so hell wäre, ne? Dann könnte ich da auch hingucken. Aber das ist leider so hell. Und da kann ich da nicht hingucken. Geht nicht. Werde ich ja blind bei.
So, auf jeden Fall ordentlich Schaden bekommen, das ist schön. So. Okay. Albert, auf den Waldläufer hier. Zack, 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 zack. So. Hau weiter den Orkanstab raus. Wie du noch nie den Orkanstab rausgehauen hast. Ich meine, der Vorteil, dass ich jetzt ein Berserker hochlevel, ist ja, dass ich mich sehr darauf freuen kann, wieder einen anderen Zusatz zu nutzen, weil ich dann mehr Schaden mache. Aber ich werde wahrscheinlich die SP vermissen, die ich dadurch bekomme. Aber naja. Aber ich überlege gerade. Also wenn der SP-Anstieg weiterhin genauso ist wie bisher von Berserker, dann bringt er ja zum Schluss 180 SP. Das ist ziemlich böse. Das ist echt böse. Finde ich cool. Das finde ich echt cool. Naja. So, hier rauf auf den Moosmann. So. Okay, darf Albert. Ja, Albert darf. Sehr schön. Aktuell unser Hauptdamage-Dealer. Weil Dart einfach mal einen beschissenen Zusatz hat. Also einen beschissenen Zusatz, was den Schadensoutput angeht. Muss man dazu sagen. Weil ansonsten ist der Zusatz eigentlich ziemlich cool. Vor allem, er sieht auch ziemlich cool aus. Und dafür, dass das insgesamt 6 Schläge sind, geht er auch verdammt schnell durch. Hat halt alles seine Vor- und Nachteile. So. Okay. Mal Shana. Dann gleich wahrscheinlich nochmal Albert. Jo. Und das war's. Tschüss, Sikorski. Bye, bye. Okay. Das ist doch schon mal schön. Läuft doch. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich werde schon mal in die Stadt zurückrennen. Ja, genau. Ich werde in die Stadt zurückrennen. Dort werden wir dann die Folge beenden. Und offscreen werde ich dann im Hotel mich heilen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wird die Folge jetzt zwar noch mal ein bisschen länger, aber hey, wann habe ich mich denn jemals an meine Folgenlänge gehalten? Zumindest langfristig. Wüsste ich jetzt gerade nicht mehr. Naja. Autsch. Du tust weh. Mistviech. So. Friss. Junge, friss. Das war nicht ganz komplett. Da habe ich so ein bisschen verkackt. Muss ich sagen. Naja. Sowas passiert. Was ist das? Aha. Okay, den kannte ich noch nicht. Das ist böse. Das ist echt böse. Wow. Vor allem, da muss ich auch nochmal in die Klinik. Weil ich Angst gerade nicht anders heilen kann. Oder ich lasse ihn in einen Dragoon verwandeln. Und dann ist auch weg. Dragoon-Verwandlung ist auch so ein. So der Hyperheiler von The Legend of Dragoon. Heilt einfach mal jede Statusveränderung. Weil Dragoons halt immun dagegen sind. Eigentlich eine ganz coole Idee. So.
Schwupps, raus hier. So, die 1000 Seesäue, also Mil-Seso, ne? Und dann, wo wir jetzt wieder hier sind, ich schau mal noch, ob hier ein Dialog direkt startet. Nee. Aber Fa und Theo sehen sich hier direkt schon. Ach, ist das schön. Ist das schön. Aber mit den beiden sprechen wir erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.